Tag zusammen, willkommen zurück in Viridis bei der Fahrt mit einem Postlieferwagen quer über unsere neu geschaffene Autobahn oder überarbeitete Autobahn links an Marxloh vorbei. Ja, ich habe ein paar kleine Änderungen vorgenommen. Ich habe nämlich noch ein paar Mods installiert, um die Unsauberkeiten ein bisschen gerade zu ziehen. Network Multitool habe ich jetzt nochmal nachinstalliert, weil ich dachte, das passt jetzt hier für unser Kreuz, und dieses große Eisenbahn- und Straßenkreuz ganz gut, um da diese Unsauberkeiten ein bisschen gerade zu ziehen. Das habe ich jetzt gemacht. Off-Cam habe auch ein paar weitere kleinere Korrekturen vorgenommen. Auch jetzt hier die Einfahrt in den Tunnel durch die Testerberge ist jetzt deutlich besser geworden. Wir beenden mal kurz die Mitfahrt hier und sehen, wie es hier quer durch die Testerberge geht. Jetzt haben wir hier oben den Windpark. Idee für die heutige Folge ist, dass wir einen Offshore-Windpark bauen. Ich denke, dass die Industrie unserer Stadt, also vor allem die großen Unternehmen, einen weiterhin hohen Bedarf an regenerativer Energie haben. Und das ist jetzt der Plan, dass wir da Windenergie bereitstellen, allerdings offshore. Das hatten wir in der letzten Folge schon besprochen. Das werden wir dann auch mal tun. So, Moment, ihr werdet jetzt mal hier diesem Postauto nicht weiter folgen. Gut, also eine Sache habe ich jetzt gerade noch gesehen bei der Fahrt. Hier vorne ist irgendwie eine Riesendelle bei der Eisenbahn drin, da vorne. Da ist noch ein großer Sprung, das korrigieren wir noch mal einmal mit dem Gefälle, dass wir von hier... So, wieso hat er hier so eine Delle drin? Das sieht ja irgendwie komisch aus. Das ist jetzt etwas besser. Da hat es eine kleine Delle drin. Und ich glaube, damit können wir leben. Es ist ja, wie gesagt, an sich relativ anspruchsvoll hier auf der Karte mit unseren Bergen, da die Straßenführung einigermaßen glatt hinzubekommen. Also ich habe hier noch ein bisschen korrigiert auf der Seite hier mit dem Kreuz und auch hier nochmal, dass das alles etwas gerader ist. Das sollte jetzt eigentlich auch soweit passen. Ja, also dann kümmern wir uns jetzt mal um den Offshore-Windpark. Das ist jetzt das nächste. Und zwar soll der hier vor die Küste. Können wir gucken hier. Die Zufahrt zu den beiden Häfen, die muss natürlich frei bleiben. Und auch hier diese Route. Wir gucken uns das mal einmal an. Hier vorne ist die Route, das heißt also, die dürfen wir nicht belegen, müssen also hier vorne irgendwo bleiben. In diesem Bereich markieren wir den vielleicht mal. Hier kommt der Windpark hin, da vorne fährt ein Schiff, da ist der Abstand aber vollkommen in Ordnung. Ja, also hier kommt das hin. Was ich auch noch machen möchte, ich möchte dann nicht in dieser Folge, sondern in einer späteren Folge hier vorne ein Wasserstoff-Elektrolyse-Zentrum oder die Wasserstoff-Elektrolyse errichten. Denn auch das, denke ich, ist in einem nachhaltigen Industriesystem wichtig, dass wir Zugriff auf Wasserstoff haben. Wir haben jetzt ja hier links schon unsere Ölindustrie, die sicherlich auch synthetisches Öl oder Flüssigtreibstoffe verarbeitet, aber wir sollten das auch nochmal selber bauen, das heißt, das ist der Plan, dass wir das hier machen. Auch das markiere ich vielleicht schon mal. Dass wir dann hier rausgehen, das bauen wir dann nicht diese Folge, sondern in der nächsten Folge machen wir hier einmal den Wasserstoff. Das bauen wir uns dann, ist natürlich dann nicht ganz realistisch, weil es natürlich diese Elemente in dem Spiel nicht gibt. Gut, dann haben wir das schon mal vorbereitet. Mal die Distrikte sehen wir dann auch. Also das ist dann hier ist der Offshore Windpark. Bevor wir das machen, eine kleine Sache habe ich mir jetzt noch überlegt.
Da, wir haben ja immer noch das Problem in der Mosel, dass das Wasser in die falsche Richtung läuft. Dadurch, dass wir vor vielen, vielen Folgen hier das Pumpspeicherkraftwerk errichtet haben, das auch eigentlich ganz solide läuft. Gucken wir uns das mal einmal an. 80 Megawatt, das ist gut hier an unserer Kraftwerkshalbinsel. Aber ja, so richtig glücklich sind wir damit ja eigentlich nicht. Der Pegelstand ist zu niedrig. Was ich da jetzt einmal machen möchte, ist, ich möchte hier ein paar Wasserquellen platzieren und dann einmal die Mosel auffüllen. Das machen wir jetzt mal an mehreren Stellen. Stoppen das dann natürlich auch sehr schnell wieder, damit wir keine totale Überschwemmung bekommen. Ein bisschen Wasser müssen wir uns spendieren. Ich habe mir das schon mal angeguckt. Das klappt eigentlich ganz gut. Passt das jetzt hier? Hier kann man mal ein und hier mal eine Stelle. So, lass uns mal ganz kurz laufen. Also, damit können wir ein bisschen die Pegelstände wieder normalisieren. Denn von selber klappt es ja nicht, dass hier dieser Flussarm, nennen wir ihn die Saar, den Pegel ausgleicht. Das reicht nicht aus. Aber da vorne brennt es in der. Im wirtschaftlichen Betrieb. Ich hoffe, das kriegen die in den Griff. So, da die nehmen wir schon wieder raus hier, die Wasserquelle. Müssen ein bisschen gucken. Ein paar Überschwemmungen können wir natürlich nicht verhindern. Aber oh, hier gehen die Wellen jetzt auch. Das ist in Ordnung. Das gleicht sich dann aber auch schnell wieder aus. Das habe ich mich schon mal getestet. Aber währenddessen sich das Wasser hier so ein bisschen verbreitet, können wir dann unseren Offshore-Windpark bauen. Da erkläre ich dann noch ein paar Dinge dazu. So, hier kommt das Wasser. Nehmen wir es alle weg. Jetzt kann das Wasser sich so ein bisschen sortieren. Das müssen wir hier leider in Kauf nehmen. Das ist kein Problem. Das Feuer hier ist gelöscht. Jetzt brennt es hier auch in der neuen Mitte. Ja, das kriegt die Feuerwehr aber auch schon in den Griff, hoffe ich. Gut. Dann kümmern wir uns jetzt um den Park, den Windpark. Also, an sich, gucken wir uns das mal einmal an. Wir haben hier unsere Windturbinen. Die können wir natürlich jetzt nicht einfach im Meer platzieren. Wir sehen hier geschätzte Produktion 7 Megawatt. Das ist ja ganz attraktiv, wenn wir mal hier rauszoomen und uns die Windkarte ansehen. Eine Windgeschwindigkeitskarte. Wo haben wir sie hier? Also, wir haben auf dem Meer ideale Bedingungen. Stärke starke, dieses dunkelblau. Wir hatten hier noch auf diesem Vulkan was. Hier in der Ebene wäre es auch ganz attraktiv. Und dann natürlich auf den ganzen Kammhöhen. Hier ein bisschen was. Also wir sehen, hier vorne ist ja auf den Testerbergen ideale Bedingungen. Deswegen haben wir das ja damals errichtet. Interessanterweise hier im Flusstal. Das ist natürlich Quatsch. Aber tatsächlich auf dem Meer perfekte Bedingungen. Das finde ich ganz gut, dass das Spiel das auch so macht. Das wollen wir nun auch nutzen. Und zwar brauchen wir natürlich jetzt dafür, weil wir die Turbinen nicht einfach hier hinsetzen können, brauchen wir erstmal ein Fundament. Das müssen wir errichten. Das heißt, wir gucken uns mal an, wie groß ist der Durchmesser von so einem, von so einer Windturbine. Oh. Gucken mal, reichen die 90? So, und dann möchte ich gerne die Höhe hier nehmen, hier vorne 42 Meter. Und dann platzieren wir die hier vorne. Auch da habe ich dann gleich wieder Wasserbewegung. So, jetzt testen wir, ob das reicht, um die Turbine, ja, Bauwasser nicht möglich, klar. Da muss ich das Wasser erstmal einmal sortieren, aber ich glaube, von der Fläche passt das. Das ist gut, dann haben wir hier mit den 94 Einheiten haben wir das
Genau richtig. Das ordnen wir jetzt mal einigermaßen sinnvoll an. Wie ist es jetzt bei Offshore-Windparks? Also die werden natürlich jetzt nicht auf solchen künstlichen Inseln positioniert, sondern also die deutschen oder europäischen, was sagt auf europäischer Ebene, die Windturbinen, das ist ja eigentlich kein richtiges Offshore, dadurch, dass die Nordsee noch relativ flach ist, kann man die ganz gut im Boden verankern auf verschiedenen Wegen. Das heißt, das sind keine schwimmenden Windturbinen. Das ist in anderen Regionen der Welt anders. Also Japan zum Beispiel müsste schwimmende Turbinen installieren, weil vor der Küste Japans natürlich gar kein Platz ist, um die. Also der Platz schon, aber halt die Küste fällt sehr steil ab, sodass man da entsprechend keine Befestigung innerhalb der, also auf dem Meeresgrund machen kann. So, wir bauen hier mal solche regelmäßigen Flecken und lassen dann einmal das Wasser darüber springen. Was wir auch natürlich nicht haben, ist Unterwasserleitung. Das geht auch nicht. Das werden wir dann mit den regulären Stromleitungen machen. So, das passt hier auch ganz gut mit dem Schiffsverkehr. Das muss man jetzt berücksichtigen, vor allem jetzt bei den deutschen Offshore-Windparks, die wir in der Nordsee installieren, dass wir nicht da die Schifffahrtswege freilassen. Das ist auch einigermaßen, also man muss dafür berücksichtigen, dass wir jetzt die Windparks nicht einfach platzieren können, sondern berücksichtigen müssen, dass wir einfach also die Zuwägung, dass wir halt Serviceeinheiten zu den Windparks bringen können. Das geht natürlich auf der einen Seite mit dem Hubschrauber, aber vor allem natürlich mit Schiffen. Zweiter Punkt ist das Freilassen dieser Schifffahrtswege. Das ist natürlich ganz, ganz sinnvoll. So, jetzt gucken wir mal. 8 Megawatt, oh, das ist ja wirklich super. Dann platzieren wir jetzt mal hier unsere Turbinen. Der Vorteil halt auf dem Meer im Vergleich zu den Windturbinen an Land ist, dass die. Dass hier alles rüber springt, sonst müssen wir nämlich nochmal einmal nachjustieren. Das sieht aber gut aus. Also, was ist der Vorteil auf dem Meer? Warum ist das so attraktiv? Die Windverhältnisse auf dem Meer sind nämlich deutlich stabiler. Wir haben keine Hindernisse, wie wir das jetzt an Land haben, mit irgendwelchen topologischen Eigenschaften. Und das führt einfach, wir haben höhere Windgeschwindigkeiten natürlich an sich. Und das führt einfach dazu, dass die Windturbinen dann mehr Strom produzieren. Die Volllaststunden, Vollbenutzungsstunden sind deutlich größer, ungefähr doppelt so groß. Also wenn man mal die deutschen Offshore-Windparks in der Nordsee vor allen Dingen vergleicht mit den inländischen, dann sind die inländischen Windturbinen haben Vollbenutzungsstunden von ungefähr also gut 2000 Stunden, 2200 Volllaststunden. Währenddessen die Windturbinen auf dem Meer um die 4000, also fast das Doppelte produzieren, das ist natürlich schon sehr, sehr attraktiv. So, jetzt gucke ich mal, wenn ich jetzt hier noch gucke, ein bisschen das hier wegnehme, aber ich glaube dann, das mag er dann nicht mehr. Na, ich glaube, das mag er nicht, weil er dann im Meer steht. Also machen wir das hier nochmal ein bisschen runder. Oder ja, da er sich schon, dass er da nämlich keine, dass er dann im Meer steht. Das mag die Windturbine nicht. Aber wir können die Insel vielleicht mal ein bisschen gleichmäßiger gestalten. Ja, also 16 Windturbinen haben wir jetzt hier installiert. Jede von denen produziert eine Windgeschwindigkeit 10, also 10 Meter pro Sekunde. Und das sind dann halt unsere 4000 Vollbenutzungsstunden oder Vollbenutzungsstunde, wie ist da die Definition? Eine Vollbenutzungsstunde sagt ja aus, also wir haben zwei Zustände eines energetischen Systems an oder aus. Das heißt, man vereinfacht, dass man nimmt den Zustand an, die läuft mit voller Leistung oder produziert gar nicht, nimmt also die Jahresenergieproduktion, dividiert sie durch die Leistung und bekommt dann als Einheit Stunde. Und das ist dann das sind dann diese Vollbenutzungsstunden und mit denen kann man dann entsprechend Energiesysteme vergleichen. Photovoltaik in Mitteleuropa 1000 Vollbenutzungsstunden, Wind an Land 2000
Und Kernkraftwerke 6, 7, sogar 8000 Vollbenutzerstunden könnten die haben. Ja, und dann die Offshore-Windparks, da sind wir dann bei 4000 ungefähr. Und damit lässt sich halt das so ein bisschen vergleichen. Gut, wir wollen also die Verbindung an Land. Das ziehen wir mal einfach hier rüber. Da ist das Kabel da. Und machen erstmal eine temporäre Verbindung. Prima. So, also die haben jetzt alle 8 Megawatt. Das ist ja wunderbar. Das heißt, wir haben uns jetzt hier 128 Megawatt Leistung ergänzt und angeschlossen. Ist ein bisschen schade, ich kann hier direkt daran keine Objekte platzieren, glaube ich. Wenn ich jetzt hier mal auf einzeln gehe. Ah, doch, ich kann direkt dran kann ich nichts platzieren, deswegen werde ich jetzt hier auch. Dass ich meine, ich könnte überlegen, ob man hier nochmal solche das die KAIs setzt. Damit haben wir hier überall schöne Kreise gesetzt. Wir korrigieren nochmal kurz das Gelände überall. Damit ist unser Offshore-Windpark fertig. Sehr schön. Also da, der kann jetzt elektrische Energie produzieren, klimaneutral. Tatsächlich bei den Offshore-Windparks ist es so, was jetzt die Stromgestehungskosten angeht, also den Preis, der liegt doch höher als bei den Energieanlagen am Land. Das liegt natürlich einfach daran, dass die Errichtungskosten deutlich höher sind. Lass uns das jetzt hier mal ein bisschen sich nochmal sortieren und gucken nochmal kurz in der Stadt, was die Mosel alles kaputt gemacht hat. Hier vorne ist der Teil unter Wasser, das sollte sich aber geben. Da können wir ein bisschen was reparieren. Also die Stromgestehungskosten sind höher. Das ist leider so. Das liegt an dem höheren, deutlich höheren Aufwand bei der Errichtung entsprechender Offshore-Windenergieanlagen. Das gibt sich da, also das rechnet sich natürlich langfristig. Und dennoch ist es so, dass die Stromgestehungskosten, das heißt die Kosten für die Kilowattstunde oder die Einheit Strom im Vergleich zu anderen Systemen etwas teurer ist, dennoch günstiger als der Neubau von fossilen Anlagen. Ob das jetzt Kernenergie ist oder ein neues Kohlekraftwerk, das ist teurer. Da liegen die Stromgestehungskosten doch deutlich drüber. Also Kohle bei 10, 12 Cent. Die Kernkraft bei 15 Cent, Photovoltaik liegen wir bei 4 bis 6, Windenergie an Land auch 4 bis 6 Cent die Kilowattstunde. Währenddessen Offshore-Wind, ja, ich sag mal so 6 bis 8 Kilowattstunden sind. Ja, aber das ist doch schon mal ganz hübsch. Das hat gut geklappt. Jetzt können wir nochmal einen weiteren Stadtteil umbauen. Wir haben einen hohen Bedarf an Bevölkerung. Die Frage ist, ob wir jetzt hier schon anfangen weiterzumachen, wobei einen Punkt könnten wir auch noch mal angehen. Das hier funktioniert eigentlich ganz gut mit den Fabriken. Was nicht gut funktioniert, jetzt gerade geht's, ist aber hier dieser Teil mit der Ölindustrie. Ich glaube, ich werde hier diese Öltanks werde ich versetzen. Das müssen wir tatsächlich nochmal neu machen. Also wir reißen das hier ab. Wir werden auch hier die Fabriken wegnehmen und brauchen hier etwas mehr Platz.
kann noch mal überlegen, ob wir hier, also das ist jetzt dann einfach nur noch die Zuwegung zu den zum Frachthafen. Ziehen, glaube ich, diese Straße mal einmal weiter. Orientieren die dann auch hier oben hin. Wir werden dann auch die Einbahnstraßen hier mal alle einmal wieder wegnehmen. Also das kann weg. Hier die Einbahnstraße ist in Ordnung. Wir können hier nochmal eine Verbindung schaffen. Wunderbar. Gut, jetzt gucken wir mal, ob das jetzt hier sich vom Verkehr her etwas besser verteilt. Wir können vielleicht hier die LKWs dazu zwingen, hier nur in die eine Richtung zu fahren. Und dann von hinten an die Fabriken heranzufahren. Das sollte der Plan sein, dass wir es hier so ein bisschen entlasten. Die können wir nochmal einmal hier zur Industriestraße machen. Prima. Und dann können wir hier, glaube ich, einfach generische Industrie platzieren. Wir brauchen hier noch die Verbindung für unseren Zugverkehr. Dann müssen wir kurz unterbrechen, weil wir die Stromleitung da gleich kappen werden. Wir kommen hier raus. Damit haben wir die Güterzugverbindung geschaffen. Das hier ist jetzt schon eine etwas komplexere Sache. Da müssen wir wieder mit Vorfahrtsschildern arbeiten. Aber erstmal lassen wir das jetzt laufen. Wir gucken mal, was die Mosel so macht. Dann, was haben wir hier? Hier ist hier nur noch ein Rinnsal. Ja, gut, das kommt jetzt durch unsere Wasserspielereien. Das sollte sich gleich hoffentlich auch geben. Ja, auch hier hat sie sich noch nicht ganz beruhigt. Man sieht hier, das Wasser fließt hier noch etwas wild. Das sind noch die Nachwirkungen unserer Wasserspiele. Aber hier fließt es jetzt auch schon wieder in die falsche Richtung. Aber ich glaube jetzt die Höhen. Guck mal hier, ja, das ist jetzt aber deutlich besser geworden hier. Das war ganz sinnvoll. Vielleicht müssen wir da nochmal einmal Wasser reinkippen in die Mosel, aber ich glaube, das war jetzt eine ganz sinnvolle Aktion und das fließt jetzt auch erstmal so rum. Auch hier in unserem Kanal klappt das schon etwas besser. Ja, ich denke, das kriegen wir hin. Ja, damit haben wir das Problem hier auch erstmal gelöst. Einen weiteren Punkt, den wir jetzt noch angehen können, ist, wir werden den nächsten Stadtteil nochmal umbauen in Richtung der Fußgängerzonen. Das kann dann hier unser großer Stadtteil sein. Also haben wir hier Lohberg und Eppinghofen. Ich denke, das können wir machen. Ich hätte hier die Brücke, hatte ich auch nochmal neu gemacht. Auch die war etwas wild. Aber ich glaube, das ist jetzt so das Erste, was wir machen. Da fangen wir an, indem wir auch hier diese Straßenbahn mit den Fahrradwegen nehmen. Das machen wir auch einmal überall. Verlieren natürlich ein bisschen was, weil wir wieder hier Anpassung vornehmen müssen. Das hätten wir schon mal geschafft. Hier vorne fehlt noch ein Element. Wir können dann hier nämlich auch den Radweg, den wir hier mal platziert haben damals, der kann jetzt weg.
Den brauchen wir nicht mehr, weil wir jetzt ja die Verbindung haben. Der war eh nicht mehr durchgängig. So, diese ganzen Felder sollten gleich, die ganzen Markierungen sollten dann gleich verschwinden, wenn die Straßenbahn wieder fährt. Wir sind dann auch, da ist auch noch mal ein bisschen Radweg. So, da fährt die Straßenbahn, Passagiere 0. Ja, das ist, boah, ein Fahrzeug weniger auf der Strecke. Gut, dann markieren wir jetzt mal hier unsere Fußgängerzone. Was brauchen wir? Wir brauchen wie immer erstmal eine Serviceeinheit. Wahrscheinlich lohnt sich hier schon direkt so ein großer Servicepunkt. Den können wir, glaube ich, an hier vorne an den Rand setzen. Dann noch ein bisschen Platz. Und das gleiche machen wir dann noch mal hier vorne. Da ist auch noch Radweg. Deswegen lässt er mich das Gebäude hier nicht platzieren. Ich glaube, das setzen wir direkt hier vorne hin. Ja, müssen wir hier noch ein bisschen nacharbeiten. Dann brauchen wir die Buslinien. Die setzen wir sowieso mal neu. Wir gucken mal, wo die Busse. Dort, die fahren hier relativ wild hin und her. Ich glaube, das werden wir auch umgestalten. Schauen mal. Also alle Buslinien in Lohberg kommen weg. Das sind eh nur drei. Die löschen wir. Die setzen wir dann gleich einmal neu. Gut, also jetzt brauchen wir hier unsere, wo haben wir sie? Da. Hier haben wir hier diese Buslinie und dann nehmen wir jetzt erstmal hier die Hauptachse als Busachse definieren. Und ansonsten setzen wir hier entsprechend unsere Fußgängerwege. Die können wir jetzt ja hier hübsch verteilen. Aber dann haben wir Lobeck auch schon mal umgestellt. Wir müssen vielleicht das Postamt noch einmal versetzen. Und dann können wir Lobeck auch noch ein bisschen verschönern. Ich denke, da bieten sich auch noch mal ein paar Möglichkeiten an, um dort aktiv zu werden. Davon nehmen wir hier und da wieder ein paar Gebäude. Das lässt sich ja leider nicht ganz verhindern. So, der Rest sind sowieso schon Fußwege. Das hätten wir auch geschafft. Jetzt wollen wir sehen, ob man hier diese einzelnen Fußwege auch nochmal umbaut. Haben wir hier unser Schul, achso, da, haha, das Schulzentrum braucht natürlich auch Busverbindung, klar. Wir wollen ja hier, dass die Schulkinder auch direkt mit dem Bus zur Schule gebracht werden. Das heißt, das müssen wir noch mal einmal ändern. Und dann setzen wir hier noch mal die Fußwege neu. Da haben wir den Zugang von hinten an die Schule. Sind das hier an der Turn- und Fitnesshalle, die Autos noch alle rumstehen. Aber hier wird fleißig geskatet und auch Tennis gespielt. Unsere Bibliothek wird genutzt. Das sieht doch alles ganz hübsch aus. Fair gehandelter Kaffee, aber mit vielen Parkplätzen, okay. Gut, also das ist hier so ein Taxistand, der kann weg. Das brauchen wir nicht mehr. Dann setzen wir jetzt hier unsere Busverbindungen noch einmal, die wir jetzt gerade gelöscht haben. Achso, da ist noch eine Verbindung.
Verbindung. Ah, die können wir aber lassen, glaube ich. Also wir brauchen jetzt hier eine Verbindung. So, erste Linie, dann die zweite. Und wir spendieren noch eine dritte Linie. Und dann lassen wir das jetzt mal laufen. Mal schauen, wie sich das hier entwickelt. Ja, denke, damit sind wir schon ganz gut wieder vorangekommen. Wir können mal ein paar Bäume, denke ich, platzieren. Ich habe hier noch diesen neuen Waldpinsel genommen. Die Mod installiert, damit es ein bisschen schneller geht. So, und das hier vorne, da sind auch noch ein paar Radwege, sehe ich. Die können auch noch weg. Das hier könnte man noch mal ein bisschen hübscher gestalten. Das machen wir auch noch mal jetzt zum Schluss dieser Folge. Das ist ja quasi hier der Aufgang oder der Blick hier auf die Seilbahn hier hoch. Ich glaube, da können wir auch mal hier was spendieren. Nehmen wir mal hier nicht irgendwelche hübschen Büsche, die wir hier mal platzieren können. Hier nicht, dann wilde Hecke. Ja, das ist doch gut. Dann können wir noch ein paar Büsche hier entlang setzen. Und haben noch ein paar Bäume, die wir platzieren, ein paar Erlen. Und dann ist doch dieser Weg hier hoch eigentlich auch noch ganz, ganz hübsch. Wir haben vielleicht noch ein paar hier von diesen diesem Gras hier, eine niedrige Vegetation. Ja, da haben wir hier noch ein bisschen was an Objekten platziert. Und ich glaube, damit sind wir dann auch am Ende dieser Folge wieder angekommen. Haben hier den Windpark, den gucken wir uns gleich nochmal einmal an. Platziert. Das war, denke ich, das Wichtigste, was heute passieren sollte. Wir können nämlich auch hier auf der Seite noch ein paar Bäume spendieren. Wunderbar. Unsere Lohberger können dann einmal da hochlaufen. Das gefällt mir ganz gut. So, diese Charger kommen hier weg. Die brauchen wir nicht. Das ist Quatsch. Gut, dann können die Leute direkt hier rüber. Und dann hier starten. Also hier gibt es gar keine Verbindung, sehe ich gerade. Die hat es ja offensichtlich nie gegeben. Okay, das ist natürlich ärgerlich. Das müssen wir nochmal schnell korrigieren. So, dass die Leute dann natürlich auch zu der Seilbahn laufen können. Das hatte ich ja gar nicht gesehen, dass das gar nicht funktioniert. Ja, da läuft auch schon jemand hier unten lang. Das ist doch prima. Verkehr fließt in Lohberg. Alles wunderbar. Sehr gut. Und einen letzten Blick noch kurz auf unsere Mosel. Hier hat sich das Wasser wieder sortiert. Wie sieht es hier aus? Das Wasser hat sich hier auch seinen Weg gesucht. Der Freizeitpark hier in den Moselauen ist soweit auch wieder parat. Ein bisschen ist es aber verschwunden, oder? Aber das gucken wir uns nochmal bei Gelegenheit an. Aber das Wasser fließt. Wir haben den Pegelstand verbessert. Das ist gut. Und fliegen dann noch einmal zu unserem Offshore-Windpark, den wir jetzt errichtet haben, der uns ordentlich Strom liefert für die Industrie. Da machen wir dann nächste Folge weiter, indem wir dann hier vorne vor der Küste noch eine Wasserstoffproduktionsanlage platzieren.
Aber mit dem Blick auf unseren neuen Offshore-Windpark, aus allen Richtungen drauf, bedanke ich mich wieder fürs Zuschauen dieser Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.